In der Zukunft kann nur das eintreten, was wir kollektiv oder individuell vorher bewusst, unterbewusst oder überbewusst erschaffen haben. Zukunftsprognosen der Medien wie diese hier sind auch als Predictive Programming bekannt. Will heißen, man verkündet eine Art Vision und möchte dann durch die Schöpferkraft des Kollektivs diese Vision mit Energie nähren, sodass sie wahr wird. Warum man das macht? Ganz einfach. Weil die Eliten dieser Welt absolut nichts auf diesem Planeten veranstalten können, ohne dass wir als Kollektiv es mit manifestiert haben. Sie brauchen unsere Energie, unser Einverständnis, um ihre Machenschaften, ihre Agenda überhaupt durchzuziehen. Und das funktioniert noch deshalb, weil sich die meisten Menschen ihrer eigenen Schöpferkraft noch nicht bewusst sind. Denn wären sie es, dann würden sie nicht mehr Dinge manifestieren, die sie nicht wollen. Sie würden anfangen, ihre Aufmerksamkeit, ihre Gedanken und ihre Gefühle in die Richtung zu lenken, von dem sie mehr haben wollen, um sich das Paradies auf Erden zu schaffen.